Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial über das Delay Architect Plugin. Das Plugin ist ein Delay, also ein Echo Plugin, das als VST3 in 32-Bit und 64-Bit vorliegt und als AU Plugin. Und frei runterladen kann man das für Linux, Windows und Apple. Und wie das Plugin genau funktioniert, das erkläre ich euch jetzt. So, das hier ist das Plugin. Das ist kostenlos und Free und Open Source Software. Free Libre und Open Source Software. Und das bekommt man auf dieser Seite. Das ist eine GitHub-Seite von dem JPC EMA. Und beschrieben wird es als Visual Musical Editor for Delay Effects und runterladen kann man das hier, wie schon gesagt, als 32-Bit, 64-Bit VST3, für Linux 64-Bit VST3 und für macOS als AU und auch als VST3. Und wer sich das Ding selber bauen will, findet hier noch so eine kleine Anleitung. Nichts Spektakuläres. Den Link zu der Webseite, den packe ich noch in die Videobeschreibung. So, und jetzt gehen wir aber erstmal über das Plugin selbst. So. Das Plugin-Fenster ist recht übersichtlich. Fast alle Funktionen sind auf den ersten Blick sichtbar. Hier oben ist das Logo. Nebendran haben wir so ein Hamburger-Menü, da kann man Patches laden, speichern oder importieren oder einfach sagen, zurück zum Init. Wenn ich das drücke, bin ich wieder quasi auf diesem Status, wenn ich vorher irgendwas geladen habe. Dann gibt es hier die Option zu synken, das heißt mit meiner DAW, mit der Geschwindigkeit zu synken. Dann kann ich sagen, ob ich jetzt Viertel-Echo, Sechstel, Achtel, Zwölftel, Sechzehntel, 24 und so weiter haben wir bis 128. Dann kann ich hier einen Swing einstellen, so dass die Zwischenschläge zwischen den Vierteln hier in dem Fall sich dann verschieben. Dann gibt es hier die Möglichkeit, Echos einzutappen, entweder mit der Maus oder wenn man die Knöpfe einem Gerät zugeordnet hat, dann kann man das auch direkt dort machen. Das heißt, man drückt hier drauf mit Start Tap, dann drückt man jedes Mal weiter drauf, bis man dann Last Tap drückt und dann hat man die entsprechenden Echos eingetragen. Dadurch, dass ich jetzt Viertel hier eingetragen habe, wird das natürlich quantisiert. So, und jetzt kann ich wieder hier oben auf das Hamburger-Menü gehen, sage Recall Status, jetzt bin ich wieder am leeren Ausgangsblatt. So, ganz rübergehend auf der rechten Seite fangen wir hier oben an mit der Lupe. Hier kann ich das Plugin größer und kleiner machen. Ich habe es jetzt einfach mal auf 150%, damit es auch schön den ganzen Bildschirm ausfüllt. Dann gibt es hier einen globalen Feedback-Status, das heißt, ich kann jedem Echo, was ich hier einzeichne, kann ich dann global Feedback hinzugeben. Dann ist hier die Mixer-Sektion mit einem Dry-Mix, also wie laut ist das Originalsignal und wie laut sind die Effektsignale, kann ich hier einstellen. Und hier unten drunter habe ich dann pro Delay, was ich einzeichne, kann ich dann noch verschiedene Werte mitgeben. Das heißt, ich kann hier einen Filter einschalten mit einer Cutoff, mit einem High-Pass-Filter, mit einem Low-Pass-Filter, Cutoff und einer Resonance. Hier kann ich dann noch die entsprechende Flankensteilheit einstellen von 6 bis 12 dB. Hier kann ich dann nochmal das Delay direkt einstellen. Das deckt sich dann hier mit den Delays, die ich hier einstelle. Hier habe ich nochmal ein Hamburger-Menü. Da komme ich gleich nochmal drauf. Da kann man dann die verschiedenen Tabs, also so werden die Echos hier genannt, die einzelnen Echos, kopieren und kann ich zum Beispiel die Einstellung vom Filter oder was ich auch hier am eingestellt habe, kopieren und auf ein anderes Echo, also ein anderes Tab, einfügen. Oder ich kann das auf alle anderen Echos, die ich da drin habe, überschreiben, einfügen. Wäre vielleicht schöner gewesen, Paste to all Tabs, aber das heißt Copy to all Pads, aber ich glaube, das ist eine Philosophiefrage. Und hier kann ich dann auswählen, was ich alles für Eigenschaften auf die anderen rüber kopieren möchte. Zeige ich aber gleich nochmal. So, und dann gibt es hier das Tune, das heißt, ich kann hier jedes Echo nochmal im Pitch, also in der Tonhöhe, verstellen und das geht bis 12 Halbtöne. Und hier habe ich dann noch das Panning, also Stereo-Feld links-rechts.
Die Stereobreite kann ich dann, wenn das das Instrument unterstützt, nochmal einstellen. Und hier kann ich nochmal für jedes einzelne Echo die Lautstärke einstellen. So. Ähnliche, da bin ich vorhin schön drüber gerutscht, ähnliche Einstellungen kann man hier oben nochmal machen, und zwar für alle Echos gemeinsam. Das zeige ich jetzt einfach mal. Ganz kurz nur, ich habe jetzt mit einem Polysynth einfach nur einen Ton eingestellt, der klingt so. Das ist der Ton. Mehr ist da nicht, und das ist ein Takt, beziehungsweise das ist ein Clip, der ist ein Takt lang. So. Und jetzt gehe ich erstmal hin und zeichne jetzt synchronisiert mit der Geschwindigkeit meiner DAW. Und das sieht man auch hier unten quasi die Zeitlinie. Wenn ich Sync ausmache, habe ich quasi keine Zeitlinie. Ich habe einen Bereich von 0 bis 10 Sekunden oder 10.000 Millisekunden. Und ich kann diesen Bereich auch noch kleiner zoomen oder den hin und her zoomen, je nachdem, was ich hier eingestellt habe. Oder von vornherein zoomen. Also diesen Bereich kann man dann einfach noch mal ein bisschen größer machen. Wenn ich hier ein Echo eintragen will, dann klicke ich einfach hier rein und habe hier ein Echo und kann das nehmen und auch hier verschieben. Die werden hier alle quasi durchbuchstabiert, und wenn ich da draufklicke und Entfernen-Taste drücke, dann kann ich so ein Echo wieder wegmachen. So, ich synke das Ganze, gehe jetzt am liebsten auf 16. und sehe dann hier schon, okay. Die weißen Striche sind Taktelängen, das heißt, ich habe einen Takt insgesamt. Jetzt mache ich das, zoome ich das Ganze hier so ein bisschen rein auf, na, ich muss hier auf 16 gehen. Also ungefähr, ist jetzt erstmal egal. So, und wenn ich jetzt mal kurz einmal abspiele, bekomme ich hier einen. Machen wir den Original lauter und das Effektsignal ein bisschen leiser, bekomme ich schon das erste Echo. Das kann ich zum Beispiel hier noch eins eintragen. Oder hier noch eins. So, und hier höre ich schon, dass mein Takt schön wäre, wenn das hier noch so mitlaufen würde. Das wäre natürlich fantastisch, dann sehe ich das ganz genau. Aber hier sehe ich, hier ist mein Takt zu Ende. Und wenn ich hier durchzähle, habe ich wahrscheinlich 16 Sechzehntel. So, das heißt, wenn ich hier nochmal einen drauf tue, wird der nicht mehr abgespielt. Ich lösche die anderen einfach mal. Der hier wird nicht mehr abgespielt, weil der schon quasi am Taktanfang des nächsten ist. Also mache ich hier mal wieder ein bisschen auseinander, und den da hinten machen wir schon mal weg, weil den brauchen wir im Moment nicht. So, und jetzt kann ich, wenn ich zum Beispiel den A auswähle und bei meinem Polysynth müsste ich vielleicht mal gucken. Die ganzen Fenster aus dem Weg. Dann mache ich den Filter mal ganz auf, damit man die Unterschiede schön hört. Und bei meinem A mache ich jetzt den Filter an. Und dann mache ich den Low Pass Cutoff. Dann höre ich schon, wie mein erster Filter sich anders anhört. Kann ich noch einen Resonance reinmachen? Und wenn ich möchte, dass alle anderen genauso klingen, kann ich jetzt hier A auswählen, oder ich kann hier auch A auswählen, gehe auf mein Humbleminute, sage Copy Tab, dann sage ich Copy to All Filter und Copy Filter Enable. Und theoretisch sollten jetzt alle diese Tabs auch meine Einstellung von A haben.
Das scheint jetzt noch nicht so ganz zu klappen. Schade eigentlich. Mal gucken, ob ich das Copy-Tab und wenn ich das jetzt hier auswähle, Paste-Tab. So funktioniert es auf jeden Fall schon mal. Ich mache den hier wieder auf, zum Beispiel bei C. Oder ich sage jetzt hier bei C, ich tune den zum Beispiel nochmal nach oben. Und dann vielleicht noch ein bisschen nach rechts. Und den B, den tune ich mal nur nach links. Und den bei A, den tune ich noch ein bisschen runter. So, das kann ich jetzt machen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Takt ausgewählt habe. So, der Takt bleibt. Ich kann aber in diesem Delay-Architekt, kann ich natürlich auch noch mehr Echos anlegen. So, jetzt mache ich mal direkt hier noch einen hin. Also quasi auf das erste Sechzehntel nach dem ersten Takt. Und diese Sequenz wird komplett abgespielt. Auch wenn der Originaltakt nur ein Takt lang ist, wird die komplette Sequenz abgespielt. Das heißt, ich kann hier hinten noch einen machen, wenn ich jetzt einfach mal eine Taste drücke. Das wird komplett abgespielt. Spiele ich den Takt hier jetzt natürlich im Loop, dann geht das alles durcheinander. Beim ersten Mal habe ich natürlich, muss mal gucken, der liegt jetzt mit A auf der gleichen Wellenlänge. Dann packen wir den hier rein. Das wäre dann ungefähr hier. Und den tunen wir mal ganz hoch, damit wir das auch hören. Ich spiele einmal ganz kurz den Ton. So, da hinten ist er. So, und jetzt lasse ich das einfach mal im Loop laufen. Und der wird die ganze Zeit dann immer wieder abgespielt. Das heißt, das überspielt sich dann so ein bisschen selber. Das ist so quasi ein polymetrisches Echo. Weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Das ist der Vorführeffekt. Jetzt haut das nicht mehr hin. Oder man hat es einfach nicht gehört, weil es einfach viel zu leise war. Nochmal kurz. So, theoretisch müsste man das ja jetzt hören. Ich höre es im Moment nicht raus, aber eigentlich spielt der. So, jetzt gehen wir mal einfach davon aus, dass er das spielt. Wichtig ist erstmal so, dass der eine Takt funktioniert mit den verschiedenen Echos. Und ich kann ja pro Echo, also pro Tab, kann ich hier die verschiedenen Werte einstellen. Ich kann aber auch hier oben, vielleicht habt ihr das schon gesehen, kann ich ja noch die Werte einstellen, sodass ich das für alle sehe. Das heißt, ich kann hier für die verschiedenen Effekttypen, also Cutoff, Resonance, Tune, Panning und Level, kann ich hier die einzelnen Werte für alle gleichzeitig einstellen. Jetzt gehe ich hier einfach mal auf Level und hier oben diese Nöppels, die kann ich klicken und dann kann ich das an- oder ausmachen für den jeweiligen, also diesen Effekt für das jeweilige Echo. So, ich gehe jetzt einfach mal hin und mache mal die ganzen Echos, das Level. Mache ich hier alles mal leiser, wesentlich leiser, sodass nur der letzte relativ laut ist. So. Und zum Beispiel beim Panning habe ich ja bei dem einen oder anderen auch was gemacht. Das sieht man hier nochmal, wenn ich das hier anklicke. Dann sollte der eigentlich ausgehen und das kann sein, dass er jetzt ins Gegenteil geht oder das einfach gegensteuert. Das weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht.
Also ich habe das Gefühl, der macht das hier nicht. Da kommt er. Habe ich den wahrscheinlich nur an eine sehr ungünstige Stelle gelegt, dass der nicht gespielt worden ist. So. Das heißt, hier kann ich dann nochmal die einzelnen Effekte oder Einstellungen für alle gemeinsam nochmal bearbeiten, der Übersicht haben. Und was natürlich auch schön ist, ist, wenn ich hier das hier ausmache, so bin ich überhaupt gar nicht an den Grid gebunden und kann mir die verschiedenen Echos so völlig frei irgendwo hinlegen, wo ich sie haben will. Zum Beispiel, wenn ich ein größer werdendes Echo haben möchte. So, und dann hier abspielen lasse. Denn hier bin ich schon bei 4 Sekunden, das geht relativ lange. Da müsste ich vermutlich das Ganze so ein bisschen kürzer machen, beziehungsweise bei knapp 3 Sekunden, damit es einen schöneren Effekt gibt. Machen wir das einfach mal ein bisschen mehr zusammen, dass es ein bisschen auseinanderläuft. So, wie viel haben wir da jetzt? Ups. Hätte eigentlich hier unten gucken können, weil wenn ich hier rumschiebe, sieht man ja unten an dem Delay, wie weit das ist. Das ist jetzt 1,5 Sekunden. Ich schiebe das mal alles ein bisschen weiter rein. Mal circa bei einer Sekunde und dann machen wir das. Der ist hier, der kommt hier ein bisschen später, der kommt hier ein bisschen später, der kommt hier ein bisschen später. Kann ich das Tune hier auch nochmal ausstellen zum Beispiel, dann sind die alle wieder gleich. Und ich habe hier bei dem Cutoff noch einiges gemacht. Und die Resonance habe ich nicht. Das Panning. Okay, hier kann ich anscheinend nur entscheiden, ob es in die eine oder andere Richtung geht, aber nicht ausschalten. Ausschalten muss ich dann mit einem Doppelklick auf den entsprechenden Knopf, damit das wieder in die Mitte rückt. Da haben wir alles normal und da haben wir auch alles normal. Da hinten haben wir den Level noch irgendwie ein bisschen zu hoch eingestellt. Und das ist jetzt das Delay. So. Und natürlich kann ich auch das komplette Delay mit den Modulatoren hier bewegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt ein Random nehme und ich mache es jetzt mal der Einfachheit halber nur mit einem Delay, mit einem Tap, wie es so schön heißt, den packe ich mal hier so rein und kann jetzt hier mit einem Zufallsgenerator zum Beispiel sagen, ich klicke hier drauf, dann habe ich hier das Tap Delay und dann vielleicht nicht so weit. Und pack den jetzt mal hier rein. Wenn ich das jetzt abspiele. Wird der nicht abgespielt? Weil er vielleicht schon zu weit draußen ist. Wer weiß es. Kannst du mal ganz schnell hektisch machen. Theoretisch sollte der jetzt was abspielen. Der Level war zu niedrig. Vielleicht. Und aus war es auch. Tunen wir den Ganzen noch so ein bisschen. Dann hört man es besser. So. Eins muss man nur wissen, wenn man hier die Modulatoren verwendet. man muss das Device ausmachen,
wenn man neue Tabs hinzufügen möchte, weil der Modulator greift sich ständig diesen Tab hier, und wenn ich einen anderen auswähle, dann springt er jedes Mal rum, wenn er wieder was macht, auf diesen anderen. Also entweder das Device aus oder den Modulator aus. Das heißt, draufklicken mit Alt-A einfach deaktivieren. Und dann kann ich auch wieder hier ganz normal mit den anderen hier rumarbeiten. So, das war es auch schon über das Plugin. Das war mal wieder wesentlich länger, als ich wollte, aber so ein bisschen demonstrieren ist ja auch nicht schlecht. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen da. Abonniert den Kanal, erzählt weiter, teilt das Video, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.